Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dragos News. Ja, in letzter Zeit habe ich ein bisschen Sachen erlebt bei YouTube, vor allem, die mir halt nicht so gut bei mir angekommen sind und bei den Leuten, vor allem wegen dem Server wieder umstellen und so weiter. Es ist klar, dass ich halt einfach nicht zufrieden bin mit den Plugins und deshalb einfach mal weg wollte von den Plugins und so weiter. Und ich habe einfach langsam keine Lust, immer wieder zu warten und zu warten, bis endlich mal etwas weitergeht und so weiter. Bei den meisten anderen Projekten habe ich einfach zu wenig Zuschauer, da bin ich nicht so emotional natürlich. Ich spiele es ja auch meistens sehr gerne, wenn die anderen halt nicht zuschauen, also wenn Leute nicht zuschauen, dann kümmert es mich eigentlich auch nicht, weil ich ja auch nicht so extrem, viele Zuschauer und Likes und alles brauche, oder? Es ist einfach so, dass die Leute immer wie mehr grummeln und meinen, sie können irgendwie ihre Meinungen preisgeben. Die meisten per PN, weiß es auch nicht wieso. Gebt euch einfach mal öffentlich die Zeit, mal kurz zu schreiben, was euch denn halt nicht gefällt. Also, ich habe ja gesagt, ich werde einen anderen Server machen. Und ich habe ja gesagt, ich werde schauen, dass ich eher, wenn niemand wünscht, einfach die Projekte mache, die ich auch gerne habe. Aber es wird kaum gewünscht eben. Und da kann ich jetzt gerade nicht genau sagen, ich möchte jetzt nur noch Minecraft machen oder so. Das würde viele andere auch natürlich ein bisschen nerven, oder? Und deshalb schaue ich einfach, solange halt niemand wünscht, ein bisschen auf mich. Ihr dürft ja gerne sagen, ja gut, dieses Projekt ist ein bisschen scheiße, ich mag das Spiel nicht oder so. Ihr dürft sogar Kritik, richtige Kritik preisgeben. Ich habe nichts dagegen. Aber wenn alle kommen mit Abo gegen Abo oder ja, du bist super und dann verschwindet er wieder oder sonst irgendwas, dann geht mir das heftig auf den Keks. Und deshalb habe ich auch gesagt, ich werde jetzt nun mal jeden bannen und melden, der einfach mal, ohne dass ich ihn kenne, einfach mal irgendwie etwas Böses schreibt oder Werbung macht oder sonst irgendwas. Ich werde ständig eingeladen zu Projekten, die nach einem Tag wieder weg sind. Ich wurde ja erst vor 5 Tagen zu einem Piratenprojekt eingeladen und es hat nicht mehr stattgefunden. Nicht mal die IP geht. Und deshalb mache ich jetzt ein Piratenprojekt, auch wenn ich eher lieber ein Gladiatorenprojekt mache. Vielleicht kann ich ja das auch fusionieren. Dann können wir irgendwo weiter weg eine Stadt bauen mit Gladiatoren-Style. Aber es kommt halt auch nicht gut an, dass ich mehrere Reiche mache und die tun dann alle gegenseitig sich töten und so weiter. Es kommt einfach nicht gut an. Es ist immer einer hier, der einfach nicht gerade so gut PvP machen kann und dann nervt es ihn, dann nervt es das Volk. Und dann nervt's allen. Aha. Okay, mal kurz. So, sorry für die Unterbrechung. Mein Vater und meine Schwester gehen immer aufs Land und wollen grillieren. Das letzte Mal haben sie Senf vergessen und heute haben sie das Feuerzeug vergessen. Und ich muss natürlich wieder dorthin. Ich wollte eigentlich nachher livestreamen, aber gut. Ja, also wo waren wir? Wir waren eben bei, dass es halt nicht allen gut geht. Aber eben, sagt mir doch einfach, was es nicht gerade so spannend macht oder, hey, ich bin so ein offener Mensch, ihr dürft jederzeit Kritik geben, was ihr denn nicht so gerne habt, oder? Und nicht einfach so still sein und deshalb disliken oder grummeln oder einfach verschwinden. Ich weiß gar nicht, ihr seid wahrscheinlich von anderen Livestreamern das gewöhnt so, aber ich bin halt ganz anders und deshalb verstehe ich das nicht so ganz, weil ich schaue nie, was die anderen Livestreamer so machen. Mich interessiert das gar nicht.
Ich habe auch nie kaum etwas gelernt von den anderen Livestreamen. Also ja, vielleicht etwas Positives, aber kaum die negativen Einstellungen. Also ich weiß gar nicht, was das auch soll mit dem Fortnite-Fieber momentan. Jeder gute Minecraft-Let's Player und Livestreamer spielt jetzt nur noch Fortnite. Das würde für mich, würde das wie eine Tyrannie, wie ein, ja, leck mich doch am Arsch, wie, ja, ich habe nur noch Bock auf Fortnite-Stimmung sein. Und das mag ich einfach nicht. Ich bin ja auch nicht 100% Minecraft-Livestreamer, oder? Ich bin ja kein Let's Player mehr, aber eben, deshalb, ja, es ist einfach momentan echt viel Scheiße auf YouTube. Also, ich weiß nicht, wieso alle Leute da irgendwie diesem Hype anschließend sich nur noch Werbung machen, nur noch besser sein wollen. Ja, ihr seht ja, dass die ganz großen YouTuber so weit auseinanderdriften. Also so weit viele Abonnenten bekommen, da kann niemand mehr die einholen. Ich bin schon Ewigkeiten halt nicht mehr so, dass ich gar... ich bin eigentlich schon noch nie einer, der unbedingt natürlich groß sein werden will. Ich will gute Kollegen haben. Ich will Spaß haben daran. Und ja, ich habe wirklich gestern wieder gedacht, ich höre auf mit Livestreamen, mit YouTube. Eventuell nur noch auf Twitch oder einfach gar nicht mehr, weil, ja, es kommt mir wirklich wieder so vor, als würden alle eine Leck-mich-am-Arsch-Stimmung haben oder sonst irgendwas. Und eben, die Projekte kommen gar nicht mehr gut an. Ihr wisst ja, ich tue ja relativ viel Minecraft-Videos machen. Da muss ich nun mal das Projekt mal wechseln, wenn es halt nicht gerade so gut läuft. Es läuft wirklich nicht gerade so gut im Moment mit Minecraft. Aber ja, das kommt von der Community, weil viele Leute halt angepisst sind von Minecraft. Das kann ich ja verstehen, aber lass doch die Sachen einfach mit Worten raus und nicht mit irgendwelchen Dislikes die ganze Zeit oder ja, sonstige Sachen. Weil, ja, nur weil ich gestern keinen Bock hatte, kurz Minecraft noch zu machen, weil ich ein bisschen müde war, kamen da zwei zu Path of Exile Livestream und haben mich gedisliked. Also irgendwie verstehe ich das nicht. Weshalb disliked man überhaupt? Das ist ein purer Hass, ein Neid und das hasse ich. Alles was negativ, alles was Todsünden sind, hasse ich, weil man kann so schön leben, wenn man einfach mal die Todsünden raus, wegmacht. Nicht rauslässt. Einfach mal die guten Sachen mal rauslassen. Aber dafür haben viele auch keinen Mut. Ja, und deshalb bin ich jetzt momentan halt einfach ein bisschen gereizt. Weil ich auch bald umziehe und dann alles wieder anders wird. Ich hoffe einfach, dass ich so schnell wie möglich dann auch wieder ein gutes Internet habe. Weil ihr wisst ja, das geht relativ lange, ein gutes Internet. Ein schlechtes Internet könnte man in einem Tag bestellen und dann hat man es. Aber ein gutes Internet muss man auch natürlich noch einstellen und alles. Glasfaser verlegen und alles. Und ja, ich möchte endlich mal Glasfaser haben. Hey. Ich habe immer wieder Latenzprobleme und Lags ab und zu. Ja, das ist wegen den Spielen eher, aber dennoch, ja, ich möchte natürlich auch ein bisschen mehr Qualität haben in den Livestreams und so weiter. Und ja. Also, ihr dürft gerne noch ein bisschen abstimmen, ich schreibe es noch in die Kommentare. Was wir jetzt machen sollen mit dieser Map, also mit diesem, mit diesem Server, Pirate Kingdoms. Ich könnte es auch noch kurz ein bisschen umändern. Weil es ja kein Kingdom ist, Pirate Gladiators oder so. Nein, weiß es auch nicht. Dürft gerne mal in die Kommentare schreiben. Und eben, wenn ihr halt irgendeine Kritik habt, schreibt es auch in die Kommentare. Ich nehme ja gerne Kritik an. Und ja, ihr dürft auch gerne etwas fragen. Und auch etwas, ja, zum Beispiel
einen Änderungsvorschlag geben. Ja, alles Mögliche. Auf jeden Fall möchte ich natürlich auch jetzt wieder ein bisschen besser machen, weil ich bin echt zu müde manchmal, um so richtig stabil zu sein. Nicht gerade so schnell auszurasten oder ja, hat auch viel mehr Kritik rausgebe und ja, es ist halt nicht immer gut und motivierend, das ist klar. Ich hoffe, es wird wieder besser, gell? Also, jetzt muss ich natürlich aufs Land gehen, um das Feuerzeug abzugeben. Dankeschön fürs Zusehen und bis später im Livestream, wenn ich wieder zurück bin. Tschüss!